Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter, dem dazu passenden Video am Strand von Maspalomas, beginnend an der Chalka, Stillleben beobachten. Ja, da sitzen einige hier, der eine große auf dem Stein und zwei hier im Wasser. Heute am 12. Juli 2024. Mal schauen, ob hier vorne ein bisschen mehr los ist. Ja, an dieser Stelle erstmal recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Teilen, fürs Mitmachen, fürs Beantworten der Kommentare und für die vielen netten Kommentare. 8 Uhr 29 Minuten und das Thermometer zeigt 24 Grad. Es soll also wärmer werden, haben Sie gestern auch schon gesagt. Aber wir sind auf jeden Fall nicht so scharf drauf. Beziehungsweise, da ist er, da ist er. Jetzt könnte er für uns auch mal ein bisschen fliegen. Aber der hat andere Absichten. Lassen wir ihn. Wunderschön hier anzusehen, die Spiegelung in der Chalka, das sieht richtig gut aus. Faro Leuchtturm, heute ist ja wieder Termin. Es haben sich einige Gäste angekündigt, die heute dazukommen wollen. 16 Uhr mit und ohne Kamera können wir uns unterhalten. Und die Bilder vom Victor gibt es auch. Da wurde ich gefragt, den kanarischen Maler, der schöne Aquarelle oder Acrylbilder hat, die Motive von hier und alles Originale zum ganz günstigen Preis. Auch den Plan B, den gibt es heute hier um Faro. Und für die anderen, die nicht hierher kommen können, dann die Möglichkeit, im Organic Food in der Sita neben dem Kaffeezipf die Sachen zu bekommen. Ich hänge euch am Ende vom Video immer noch so ein Schnipsel mit dabei, damit ihr wisst, was der Plan B ist und wie ihr ihn in Deutschland bei der Antje bekommt. Ja, ich gehe gleich in die andere Richtung. Jetzt erstmal ein Blick hier, wird ja gearbeitet immer fleißig.
Der Betrieb im El Senador, der blei ist, also ist ja nicht geschlossen, aber zwischendrin wird immer ein bisschen was gemacht, renoviert, gearbeitet. So, was gibt's nächste Woche? Ja, wir wollen ein kleines Sommerfest machen beim Lucky auf der Tanzterrasse Pedros mit Musik, wie ihr sie gerne hättet. Ihr könnt entscheiden. Und da haben wir uns irgendwann getroffen, zusammengesetzt und gesagt, wir müssen doch mal was machen. Kommenden Mittwoch. Es geht ab 18 Uhr los. Und ja, Pedros Terrasse Danubio in der Nähe vom Hotel Tropical. Ich habe schon mehrfach drüber berichtet. Und wer dabei sein möchte, kann das gerne tun. Wir werden so zwischen so um 20 Uhr da sein. 18 Uhr geht's los, kein Eintritt. Also überhaupt keine Verpflichtung, außer natürlich, dass man was trinkt, ganz klar. Und es wird bestimmt ein schöner Abend am kommenden Mittwoch. La Terrassa Pedro. Und heute in einer Woche wollen wir uns nach dem Leuchtturm auch noch treffen, und zwar hier im Surfburger. Wurde mal gefragt, ist immer häufig, ja, warum können wir uns denn nicht mal wohin setzen, mal was trinken, ein bisschen unterhalten nach dem Termin. Also können wir das auch machen, so machen wir dann unser kleines Sommerfest hier am kommenden Freitag nach dem Termin am Leuchtturm im Surfburger. Einfach nur zusammen sein, kann man sich in den Sand setzen. Da gibt es dann Tücher, das ist nicht so bequem, aber es sind ja nur begrenzte Plätze möglich. Der ein oder andere, der vielleicht kommt, könnte dann eventuell ja auch vorher schon in den Kommentaren was schreiben. Dann kann man sich vielleicht ein bisschen drauf einstellen. Gut, das war das Organisatorische. Was gibt's dann? Ja, ihr seht selber. Wunderschön wieder heute Morgen. Auch die Temperatur angenehm, das ist richtig gut. Entspannung pur. Ja, die Gäste, die hier vorne laufen sind, die habe ich heute Morgen schon wieder getroffen. Aus Pamplona, genau. Und ja, die schauen sich das Video auch an, aber nur das Wettervideo, weil sie ganz einfach mit der mit der Realität, weil sie ja die Sprache auch nicht verstehen, nicht weiterkommen. Und die sind Strandgänger, die gehen jeden Tag 2-3 Mal hier am Strand und schauen sich dann die Videos an, um das Strandfeeling dann in Pamplona oder wo sie auch sind, zu genießen. Dann sind Freunde dabei, die sind aus San Sebastian. Wir haben uns gestern Nachmittag auch nochmal getroffen, die haben erzählt, auch wie gerne sie hier sind und dass es doch wesentlich teurer ist in Pamplona und in San Sebastian. Die haben gesagt, also das Essen, das ist am teuersten von ganz Spanien, kann ich nicht beurteilen. Dass es überall günstiger ist wie in San Sebastian, haben sie gesagt, und sind hier nicht wegen dem Essen, sondern wegen dem mehr wegen dem Ambiente. Also, so erfährt man doch auch immer wieder ein bisschen was. Ja, das Essen, ich sage mal, das wird häufig, meine Augen, überbewertet. Also das Drumherum, das Schnickschnack, diese
Aufbereitung. Und wenn man manchmal im Fernsehen bzw. ja auch auf YouTube sieht, was da für ein Zauber gemacht wird. Was für Lebensmittel aus welchen Teilen der Welt da mit kleinsten Pinzetten und Löffelchen auf dem Teller präsentiert werden. Das ist, naja, nicht meins. Jetzt gibt es zum Beispiel hier gute Kirschen und deswegen isst man jetzt die Kirschen. Und so wie die Saison eben auch jetzt die Melonen jetzt hier reifen lässt und anbietet, gibt es eben die Honig- und die Wassermelonen. So, ich bin schon wieder beim Essen, ja, ich bin gerade am Überlegen. Einkaufen. Irgendwas fehlt ja immer. Ja, ich habe ja irgendwann mal erzählt oder erwähnt, dass man oder dass ich gefragt wurde, Treffpunkte auf Gran Canaria. Ja, und dann erwähne ich, was zum Beispiel der Luki-Tanzterrasse, dann Oscars Pub, dann die Terrasse da im Tropical und dann, das sind aber sehr vage Aussagen. Und nichts Konkretes. Und dann wurde ich darauf angesprochen, ob es denn nicht so einen Treffpunkt, so eine Treffbörse, ein heutzutage, wo es für alles irgendwas gibt. Wer ist wann auf Gran Canaria und hat welche Interessen? So sage ich jetzt mal. Nein, habe ich nachgeguckt, gibt es nicht. Aber durch Unterhaltung und Gespräche findet man schon raus. Da gibt es irgendwas Ähnliches in Deutschland. Da kann man sagen, zum Beispiel, ich möchte rund um den Bodensee wandern. Wer hat Interesse? So, und dann treffen sich dann die Leute untereinander und machen dann sozusagen was aus. Und so hat man dann vielleicht bei der Wanderung 15 oder 4 oder 3, 2 andere mit dabei. Also nur mal so ein Gedankengang, weil ich häufig höre, dass es alleine nicht so viel Spaß macht. Ja, zudem Kalender, der ist jetzt auch fertig. Da gibt es jetzt wieder eine technische Frage. Da gibt es ein Rückblatt, ein Deck, nein, kein Deckblatt, ein Endblatt. Und da ist jetzt die Frage, ob man das bedrucken kann oder nicht. Aber wir werden es rauskriegen. Ja, das hört sich alles immer ganz einfach an, aber wenn es dann um die Tat geht, um das Tun und um die Feinheiten, dann stellt sich das häufig doch anders heraus. Dass es nicht ganz so einfach ist. So, der Blick in die Berge. Alles ein bisschen diesig, ein bisschen verschwommen, obwohl man
ja hier noch gut klar sieht. Zumindest dann Monte Leon. Ja, irgendwie hat jetzt meine Kamera abgeschalten. Ich hoffe nicht, dass es die Batterie ist. Nein, kann nicht sein. Das hätte ich ja vorher am Blinken gemerkt. Gut, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob die letzte Aufnahme was geworden ist. Wir werden sehen. Ja, T-Shirts gibt es auch noch, wurde ich gefragt. In diversen Größen, Happy Hour 241. Wer möchte, vielleicht heute, ja, geht heute, wurde ich gefragt, klar. In den Kommentaren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt heute hier sind. Und die gibt es auch im Organic Food. Oh, ist angenehm, der Wind, jetzt kommt so ein bisschen Luft auf, das ist kein Wind, aber ein bisschen Luft. Und die kommt so über, vom Wasser so schräg rüber und das ist sehr angenehm. Der Wind wird etwas kräftiger jetzt. So, die Wetterdaten. Höchstwerte werden heute erwartet über 30 Grad. Zu den Gezeiten. 6.10 Uhr war Niedrigwasser und Hochwasser ist um 12 Uhr und 11 Minuten. Ja, Tiefstwerte 20 Grad heute Nacht. Kleine Krebse sieht man jetzt oder heute hier am Strand. Ganz, ganz mini. So, ich werde mich jetzt langsam wieder verabschieden und sage dann ganz einfach, vielleicht bis später am Faro, am Leuchtturm oder ja, beim Wetter morgen vielleicht unterwegs. Und was gibt's noch? Ja, wenn sich zwischendrin irgendwas ergibt, dann berichte ich darüber, klar. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden, sage danke fürs dabei sein, habt ein schönes Wochenende, hasta luego und bis dann.